Bin mal gespannt, was wir machen dürfen. Das war ein sehr seltsamer Effekt. Sieht doch auf den ersten Blick ganz gemütlich aus bei ihm. Rieseneingang mit riesen Teppich. Well, this is it. Make yourself at home. You can sleep there on the right. My bedroom's over here on the left. There's some clothes in the wardrobe that might fit you. Naja, war ein Ball, alles in Ordnung. Ich gucke mich erstmal hier um und dann gehe ich ins Bett. Mal sehen, was wir so haben. Vielleicht fehlt mir noch eins von diesen Figürchen. Sollen wir hier Milch aufnehmen? Die Jude Milch, die klauen wir immer. Kann man ein paar Eier mitnehmen und Käse. Was hat er eigentlich? Der hat Möhrchen, ein Schenkel, bisschen Milch, Brot, Käse, Eier. Nicht sehr abwechslungsreich, was er so hat. Nicht mal ein Stück Wurst oder so viel aufs Brot. Er isst nur Käse. Isst nur Toastbrot mit Käse oder so. Die Äpfel sehen auch nicht sonderlich gut aus. Ich weiß nicht. Pizza hat er gegessen. Oh je, jede Menge Pizza hat er gegessen. Kann man hier noch irgendwas tun? Hier lebt von Pizza und Cornflakes oder so. Die Schränke gehen nicht auf. Papierkram. Oh, jede Menge Papierkram. Ein Bot. Sind das nicht unsere Kollegen von dem ersten Spiel? Oder? Nee, ich glaube nicht. Man kann es vielleicht erkennen, dass unten könnte der Handwerker sein. Zimmermädchen? Das sind auch Zimmermädchen? Das, doch, das ist die Gladney, die wir vergiftet haben. Ich glaube, das sind tatsächlich die Leute aus dem alten Haus, im ersten Teil. Aber die Schriftrolle genauer ansehen. So, yeah, I had a chance to look into this a bit while you were out there doing your thing. And what I gathered was that these seals open up after certain events have happened. There seems to be sort of a continuing thing with these prophecies. Okay. It's like with the trumpets. I think we need to create some sort of figurative events that somehow conform with the events of the Bible. Like, look here. I think what we're looking for here is some sort of ruler or a guy who's about to conquer something, a place. There's not a lot of people here who fit that description. And then there's also this bow hunting thing. We need to look for some evidence about that. Once we're 100% sure who our guy is, we make sure no one is looking for him after he's gone. Ich befürchte mal, die Leute, die mir getroffen haben, sind die Leute, die mir töten müssen, damit das Siegel aufgeht. So tomorrow morning, blaue geraten. I still have to work and we need to try and keep up appearances. You never know if those become useful visits for our cause. Es ist generell sehr hilfreich, wenn man da nicht auffällt mit seinen Taten. Ja, bin ich echt mal gespannt. Haben wir noch irgendwas, was wir nutzen können? Was macht ihr eigentlich ein Durcheinander? Alle Beweise für halt das, was sie getan haben, wahrscheinlich. Ein bisschen, kann man Radio mitnehmen. Man kann auch nicht rausgehen. Nicht so wirklich. Ich das mitnehmen oder angucken? Nee, komplett uninteressant. Noch mehr Pizza. Weiß ich nicht, die Pizza essen oder so? Obwohl, die will ich glaube ich nicht mehr essen. Die sieht nicht so gut aus. Ah, da haben wir noch so einen Teufel. Aufnehmen. Eine bellende Lola habe. Lola! Ein Bad. Kriegen wir auch irgendwie Punkte beim Klospülen? Das war ja beim zweiten, hat man ja Mana und so gekriegt fürs Klospülen.
Das ist ein Zimmer. Was haben wir hier? Oh, noch mehr. Noch mehr anzugucken. Du hast die Sterbeurkunde von. Steht das in ihrer Alt war, dass im Autounfall gestorben ist. Drew McGaffin ist, mit 7 gestorben. Okay. Damit kann ich nichts anfangen. Vielleicht wird das ja irgendwann mal noch wichtig. Aber ja, aber noch so ein. Mitnehmen. McGaffin. Ja, gehen wir mal in die. Ah ja. Oh ja. Mal umziehen. Zack. Was haben wir hier? Aha. Ah, oh, hier. Bade. Nee. Pyjamas. So Straßen. Ja, geil. Kann man Halloween gehen? Kann ich das anziehen? Umziehen? Jawohl. Ja, behalte ich an. Na ja, dann. Ein Regenmantel. Das ist das, was wir hatten. Ja, und noch so ein Anzug. Umziehen. So, Jacke. Hat das denn Sinn, wenn wir die anziehen? Komm, gehen wir schlafen, ziehen wir einen Schlafanzug an. Ah, jetzt habe ich auch mein Notizbuch. Ja, hier. Ist praktisch, um Sachen niederzuschreiben. Was haben wir denn? Datum. Gereist. Ah, guck mal, wie viele Schritte, wie viele Meilen. Ich habe keine Ahnung, wie viel eine Meile ist. Tötungen, keine Hinweise, keine Erfolge, 6. Wackelkopffiguren, 6. Geheimnisse, keine 7 Siegel, 4. Okay. Wie kann. Ah, hier. Charaktere. McGuffin, Gabriel, Lektor, L. Green. Boah, das muss ich mit der Tastatur machen. Was ist denn? Ich verstehe die Steuerung hier nicht. Ah, jetzt. Ich hatte aber nur keine Maus, weil die weg war. Okay, jetzt wurde ich also übersetzt. Erst mein Erzfeind und jetzt mein Begleiter. Als ich 6 Jahre alt war, da versucht mich, hat er angefangen, ihn mich zu beobachten. Dann machen wir es so. Er hat herausgefunden, wer ich wirklich bin und ist jetzt halt mein Gefolgsmensch. Ich weiß nicht, was das heißt. 0% von irgendwas. Der Mann, auf den Wild hat einen Bogen und trägt eine Kronisur, also jemanden, der es in einer führenden Position befindet und vielleicht in der Vergangenheit mit Bogen gejagt hat. Ah, ich muss auch noch herausfinden, welcher von den Minkafin-Haus, okay. Ach so, okay. Das sind Hinweise anscheinend. Danke, Doktor, bis später. Okay. Das ist das Tagebuch. Ne, noch nichts drin. Achso, das ist jetzt das Tagebuch. Das ist einfach nur so. Oh, nochmal aufgeschrieben. Also, das ist ganz vorne. Irgendwie ist es, keine Ahnung. 15, aber ich habe keine 16. Okay, egal. Bis jetzt hilft mir das noch nicht so wirklich weiter. Ja, noch ein Bild von mir. Nee, genau so aus wie ich. Yeah, I used to belong to my son, Drew. But he's not. Achso, ist das sein Sohn? Ist sein Sohn gestorben? Hat er das jetzt auch geschrieben? Okay. Moment, war das denn der Hinweis, den ich brauche? Ach, ist auch egal. Aber der, sein Sohn, ist anscheinend gestorben.
Wenn du es brauchst, werden sie kommen. Okay. Der Junge sieht furchtbar aus. Aber es ist auch Sinn der Sache, dass es sehr gruselig aussehen soll. Roboter! Ich brauche dafür einen flachen Schraubendreher. Okay. Dann wollen wir uns mal ankleiden. Was könnte denn passend sein? Ich würde sagen, den hier. Ich würde sagen, das ist das passende Outfit für uns. Aber war hier nicht? War das nicht sein? MacGuffin? War das? Das war sein Sohn, glaube ich, dann. Ich das jetzt finde? Drew MacGuffin ist mit 7 Jahren in einem Autounfall gestorben. Ja gut, das ist sein Sohn, ist mit 7 Stunden im Auto von mir. Wir werden wahrscheinlich herausfinden, wer dafür verantwortlich ist, ob er selbst dran schuld ist oder jemand anders. Oh, er kocht. Er hat doch noch was anderes gefunden. You're up. I was just about to wake you up. Was gibt er? Any trips to the underworld? Das mit dem Geisterkostüm wird schon ein bisschen lächerlicher. So, I made some breakfast here. Hätte ich aber auch Lust jetzt. I think you get going if we want to crack this. Ihm gefällt das nicht, was wir anhaben. Okay, zum Arzt steht sogar drinnen, was ich anziehen soll. Der neue Anzug, das wird der hier sein. Ja, dann zieh auch an. Ziehen. Ja, hat er den normalen Anzug an. Oh, lecker essen. Essen. So, dann komm. Auf, vorwärts. Jetzt sind wir bereit zu gehen. Ja, einfach aus der Türe rausgehen. Ja, anscheinend. Wir müssen wahrscheinlich Smalltalk mit den Leuten machen und herausfinden, welcher von denen mit Bogen umgehen kann oder Bogen geschossen hat. Guck mal, da ist der Vogel. Der läuft echt besoffen. Und die laufen alle so komisch. Und er läuft auch im Boden drinnen. Ja, vielleicht hat er ja was getrunken. Wer weiß, was in den Rühreiern war. Vielleicht will er uns ja vergiften. Uns macht das nichts, wenn wir Teufelssohn sind. Follow me. Oh! Mit M die Karte. Das ist nicht M. Hallo? Mit M die Karte. Da, jetzt, danke. Ah, da müssen wir wahrscheinlich hin. Okay, no problem. Have a nice day. Nee, hä? Achso, das sind jetzt die Punkte, wo wir hingehen können? Da will er hin? Ist das der Plan? Willst du jetzt in dieses Haus? Seems there are so many. Thank you. It's the Freeman's house. Die Räuberbriefe? They're our closest neighbors. I think it's important we keep good rapport with them. They're the kind of people who like to gossip and love to snoop around other people's business. On top of that, they're terribly religious. Mm. It's better we visit them than have them constantly visit us. Stimme ich ihm zu. So, just keep close attention of everything and learn as much as you can. Okay, wir müssen Detektiv spielen. Ich hab gedacht, er geht jetzt einfach rein, ohne zu klingeln. So, hier, geht. Einfach rein. Brauch keine Einladung. Was haben die alle für Häuser?
Come on in, Detective. I saw you guys coming from a mile away. I'm cooking at the moment, but it's good you brought the little one for a visit. I'm sure he'll get along with my boys just fine. Das weiß ich nicht. Ja, die sind bestimmt ein bisschen begeistert. You want anything? Coffee? Tea? Beer, maybe? No, ma'am, I'm good. Just wanted to say hi and bring the boy over for a quick visit. We have to be leaving soon anyway. Oh, that's too bad. Well, make yourself at home. I think Gary's at his office, working on something. Why don't you look around and I'll have a word with the missus. Mein Chef. Oh, ich bin eigentlich derjenige, der das sagen hat. Bin ich nicht der Sohn des Teufels? Musst du nicht eigentlich das tun, was ich dir sage? Ich will man's einzufangen, wird keine leichte Aufgabe sein. Sei es aber für den Haus, wird ziemlich verstörend. Der Brief passt nicht. Und er bin ich auch dafür, der sieht echt eigenartig aus. Also draus ein Pool, immerhin etwas. Obergeschoss. Okay. Müssen wir sie gleich vernichten oder ist das eigentlich. Guck mal, soll ich das gleiche machen? Ja, das ist der Plan. If he tries anything, I can use my rifle. If he kills me, I'll kick his butt. You think he would die if you shot him with a pellet? I don't know. Looks like a magazine. He looks gross. Okay. Was für Mädchen? Ich dachte schon. Würdest du? I'm not scared. Okay, nicht heute. Ich soll mich erst für umsehen. Aber sie werden eine meiner ersten Ziele sein. Damit steht schon mal fest. Was soll dieser Rabe ja als Krechts? Soll ich immer die Türe aufmachen? Wo bist du eigentlich? Was macht du für ein Krach? Also bin ich derjenige, der hier Rabengeräusche von sich gibt? Ich raus? Ja, guck mal, ein Pool. Aber er ist leer. Ein leerer Pool. So unpraktisch. Ich kann keinen ertränken darin. Der war jetzt schon weiter weg, der Pool. Ich weiß halt auch echt nicht, wonach ich suche. Muss ich einmal mit den Leuten reden? Muss ich irgendwas finden? Ich habe echt ein großes Grundstück. Garage? Ich einmal wieder vorne reingehen und stört das keinen? Wenn wir mal reingehen, also kein, interessiert kein Mensch. Hier das gleiche Magazin. Ja, funktionierendes Spiel. Nicht ganz, das ist keine Spiegelung. Das ist eine. Oder? Was ist das für ein Strich, der da ist? Ne, ist keine Spiegelung, ist eine Kamera da drin. Sonst würde ich das nie sehen. Ja, wir haben eine Kamera da reingesteckt. Als Spiegel. Na, ist effizient, also ist halt sparender für die Engine. Muss ja irgendwo tricksen. Hier ist eine Garage. Kann ich in die Garage rein? Von drin irgendwo. Hier kann ich außen rumgehen. Da hinten geht es auch noch weiter, aber ich glaube, hier geht es nur einmal rundherum. Ja, okay, das bringt mir nichts. Okay. Na, ein paar Türen auf, vielleicht kommt ja ein Einbrecher. Er redet mit ihr. Dann gehe ich mal erstmal nicht hin. Ich gehe jetzt erstmal zu ihm hier nach oben. Ist auch mal schön praktisch, dass das alles wirklich schön gehighlightet ist, was ich nutzen kann. Na, guck mal hier. Kollege. Hast du das auch? Ein anderes. Probably the boys forgot it here. Ah, das ist für ein Mädchenmagazin.
Bytepoints und so, keine Ahnung. Well, das ist hello. Bravo. Who do we have here? I was just writing a letter here. Work thing, you know. How are you, son? You look... How can I say this? Delicate? Yes. Porzellan. How is treating you? If they get aggressive, just let me know. I'll take care of it. We're planning to add a pool to the house. I would love to see you swimming in it someday. Do you like swimming? Soll ich dir einen echten Hasen zeigen? Oh, das ist schlimm. Ah, es wirkte so auf mich. Der Typ ist mir nicht ganz koscher. Sein Büro geschrieben mit einem sonderbaren Geschmack, was Zeitschrift angeht, weil ich bin gleich, dass er so extrem nahe zu kommt. Das gefällt mir gar nicht. Kann ich sehr, ne? Kann ich nachvollziehen. Ne? Dann mag ich auch nicht, wenn man einem so nahe kommt. Aber es sind seine Hefte anscheinend und nicht die von seinen Kindern. Er mag wohl echt kleine Jungs sehr gerne. So wie es aussieht. Ich kann auch viel zu viel reininterpretieren, aber es wirkt für mich so, als würde er kleine Jungs sehr gerne mögen. Was jetzt halt nicht so von Vorteil ist. Ah, das ist das Schlafzimmer der Jungs. Kann ich es ja nicht. Weil ich mache da Dinge mit den Jungs nicht okay sind. Wir müssen sie ja lösen von ihrem Leid. Einfach alle. Hier noch irgendwas? Tisch? Wasserding. Wasserfass. Wie werden die? Wassertank. Oh, ansonsten haben wir hier auch nichts. Ah, Teufel. Ich will so ein Wackelkopf-Teufel. Ach nee. Naja, auch haben auch die Kamera. Mit der schlechteren Auflösung. Ja gut. Dann gehen wir doch runter zu den anderen zwei und reden mit denen. Die Kinder waren anscheinend nicht wichtig genug, dass man da irgendwelche Notizen aufgibt. Ja, er hat überall seine Hefte verstreut. Das interessiert auch generell so gar keinen, dass Fadi überhaupt seine Hefte da liegen lässt. Oder meine Muni auch, das ist ja von den Junior. Ah, Schraubenzieher. Kann ich den für meinen Roboter mitnehmen? Kann ich hier einfach einstibitzen? Ja. Noch ein. Klebeband hätte ich auch gern. Kann ich Klebeband mitnehmen? Nö. Aber ich habe einen Schraubenzieher. Kann ich schon mal den Roboter aufmachen? Und da, keine Ahnung, Batterien reintun. Dann soll ich ihn gegen... Oh, was haben wir hier? So weird looking metallic object. Es ist ein seltsames metallisches Objekt mit dem Namen T12C3 oder der Aufschrift. Label heißt ja auch Aufschrift. Okay, sieht so aus, als müsste ich irgendwas zusammenbasteln. Kann ich hier noch irgendeine Schippe oder so mitnehmen? Das ist glaube ich ein bisschen unpraktisch. Wir sind dann noch am Erzählen, dann gehe ich mal hier rüber. Was haben wir hier? Ja, oder leere Regale. Auch noch so ein Wackelkopfteufel. Aufnehmen. Eine Uhr, ein Klavier. Kann ich Klavier spielen? Nö. Ah, auf die Tasten drücken. Was macht die Mrs.? Irgendwie gar nichts. Kochen. Und gibt's Fleisch und einen leeren Topf. Ich habe eine komisch sorgfältig zugenagelte Holzdiele gefunden. Ich kann den. Wo hast du die Holzdiele gefunden, Digga? Sie suchen mich zu ärgern. Ja, interessant. Ich bin nicht beeindruckt. Ich kann Ihnen zeigen, was wahrer Schmerz ist. Vielleicht jetzt nicht, aber richtiger Zeitpunkt.
Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt hier. Aber Digga, wo hast du die Diele gefunden? Ich will die Diele finden, nie. Wo war das? Charaktere, Story. Muffinhaus? Freemanhaus. Hier, ich habe einige komische, so völlig zugenagelte Holzdielen gefunden. Ich kann sie nicht mehr mit einem Kräft rausziehen. Ja, wo hat er die Holzdielen gefunden? Okay, ich gehe nach Holzdielen suchen. Was zum Öffnen. Ah, ich bräuchte aber eher einen Kufus. Ich dachte, das wäre so ein Diele. Nee, Inventar war I. Kann ich denn mit Schraubenzieher wahrscheinlich eher weniger tun? Okay, ich brauche einen Kufus oder so. Jetzt weiß ich aber, wo die Dielen sind. Okay, auf Wiedersehen. Tschüssi.